Hallo zusammen, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr mit den Airteam-Daten im Solr Pro Tool arbeiten könnt. Hierzu gehen wir einfach in die Airteam Fusion Plattform, können uns hier einmal ein Projekt ansehen, das wir verwenden wollen. Und dieses Gebäude einmal handelt sich hier und das wollen wir jetzt im Solr Pro Tool importieren. Dazu gehe ich einmal hier auf das Feld Daten, springe auf das Thema Solr Pro Tool, lade mir die Datei einmal runter, speichere mir die hier zum Beispiel im Downloads-Folder und gehe dann ins Solr Pro Tool. Hier muss ich einmal ein neues Projekt anlegen. Ich habe das jetzt hier schon mal Test Steildach genannt. Habe hier einmal die Projektdetails, die ich mir rüber kopiert habe. Kann einmal kontrollieren, ist das auch das richtige Objekt, was wir uns gerade auch schon angeguckt haben. Was hier markiert ist, sieht gut aus, ist das Gebäude, kann das als Projektstandort speichern. Gehe hier auf Speichern und weiter zum nächsten Schritt. Dann kann ich hier jetzt auf das Thema freigehen, kann hier auf Abzeichnen und Importieren gehen und kann jetzt die Daten, die ich gerade runtergeladen habe, hier einmal auswählen und hochziehen. Und ihr seht hier schon das Objekt perfekt dargestellt. Es ist aber so, dass das Solr Pro Tool jeweils nur eine Fläche belegen kann. Deswegen wählen wir uns die beiden Flächen, die uns interessieren, die beiden großen. Auf den kleinen werden wir keinen PV hinzubekommen. Dafür selektiere ich jetzt einmal die Fläche, die ich benötige. Das benötige ich alles nicht. Hier sehe ich schon, das sind alles die anderen Flächen und hier auch die Störflächen benötige ich eigentlich nicht. Die lasse ich einmal noch da, um zu sehen, hey, welche Fläche. Wir nehmen jetzt einmal erstmal die Nordseite des Gebäudes. Nur die Fläche, die ihr wollt, die lest ihr ein. Jetzt könnt ihr euch einmal das Ganze hier angucken auf Google. Das ist die Nordfläche im Gebäude und markiert die einmal hier an der First-Seite. Da Google keine akkuraten 3D-Daten hat, passt das natürlich nicht ganz drauf. Ihr könnt das jetzt könnt es einmal speichern. Müsst jetzt einmal noch die Schneelast berechnen, müsst einmal hier die Windlast berechnen, wie ihr das sonst auch macht und könnt dann auf Speichern gehen. So, jetzt geht ihr eigentlich die normalen Prozessschritte durch, die ihr auch sonst im Solr Pro Tool habt. Müsst hier einmal durch alle Schritte durchgehen. Jetzt lädt es noch kurz, könnt dann gleich die Befestigung auch speichern. So, und könnt euch dann die Daten einmal in 2D oder auch in 3D ansehen. Das ist die Nordfläche. Wir können nochmal gucken, ob wir das Anhang drunter zeichnen und können dann direkt hier in den Daten arbeiten. So, jetzt wollt ihr sicherlich die anderen Flächen auch belegen. Ihr könnt jetzt einfach zurückgehen auf das Thema Dach. Könnt nochmals auf das Thema hier Dächer verwalten gehen. Seht dann schon, ihr könnt hier ein neues Dach anlegen. Das machen wir jetzt für die nächste Fläche. Wir nennen das in dem Fall Südseite. Gehen hier auf Speichern und müssten einmal hier das Thema Gebäude Südseite hier. Gehen wir hier auf diesen Pfeil und können es jetzt, ihr müsst es nochmal importieren. Geht nochmal auf das Thema Import, genau die gleiche Datei, Open und die gleiche Prozedur. Wir hatten vorhin die ganzen Flächen entfernt, die wir nicht benötigen und können jetzt nur die Südseite auswählen, was die Fläche 4 ist. Das lesen wir jetzt einmal ein und habt eigentlich genau die gleichen Schritte. Könnt das jetzt wieder platzieren hier und habt, speichert das und geht die normalen Schritte durch, wie auch sonst. Das heißt, ihr müsst einmal hier wiederum Schneelast, Windlast für das ganze Objekt machen und habt dann mehrere Flächen, die ihr nutzen könnt. Und so einfach funktioniert es. Und viel Spaß damit!